Die DDR-Rockgruppe Herbst in Peking mit ihrem Lied, das wie ihr Name Anfang Juni einen schrecklichen Bezug zur Wirklichkeit bekam. Als sie sich mit den Opfern des Massakers in China auch noch öffentlich solidarisch erklärten, reagierte der Staat kurzerhand mit einem Verbot der Band. Mit diesem Ereignis bricht für mich eigentlich eine Welt zusammen. Dieses humanistische Ideal, was wir vertreten, also wir glauben, dass wir das vertreten, mit der Musik, die wir machen, mit dem Auftreten. Dieses humanistische Ideal ist völlig im Arsch. Es ist zerstört. Zerstört. Und zwar von Leuten, die meinen, dass 1000 Tote nichts bedeuten. Proteste vor der chinesischen Botschaft wurden mit Polizeiknüppeln, Festnahmen und hohen Ordnungsstrafen unterdrückt. Wieder einmal blieben den Andersdenkenden als Zufluchtsorte allein die Kirchen. Ihr Zorn richtete sich dabei auch gegen die China-Berichterstattung der DDR-Medien. Einer der Protestierenden spricht hier für viele. Die Übernahme der offiziellen Erklärung in den Presseveröffentlichungen in der DDR zeigt mir, dass die derzeitige DDR-Regierung nicht bereit oder in der Lage ist, mit ihrem eigenen Volk in einen friedlichen Dialog zu treten, sondern dem Volk drohen will, wenn ihr Verhältnisse reformieren wollt, so wie jetzt die anderen sozialistischen oder viele sozialistischen Staaten es versuchen, dass dann in der DDR zum administrativen und militärischen Machtmitteln gegriffen werden wird.